In diesem Video schauen wir uns an, wie man einen vorlagenbasierten Film in Adobe Premiere Elements 2023 erstellt. Also, los geht's! Ja, hallo zusammen und willkommen zu diesem kleinen Video. Ich dachte eigentlich, ich würde das so als einen kleinen Livestream inklusive Jahresendstream aufziehen. Aber ihr wisst ja, vor Weihnachten ist eigentlich immer Rambazamba. Und ich nehme das jetzt hier auch am 22. auf und hau das dann auch direkt online. Und ja, alles sehr kurz angebunden, aber ich wollte das unbedingt vor Weihnachten noch raushauen, weil das vielleicht ganz interessant ist, falls ihr jetzt über die Feiertage ja, ein paar Videos zusammenbasteln wollt. Wir kümmern uns heute um vorlagenbasierte Filme. Das ist so ein bisschen was ich immer außen vor gelassen habe, weil ich ja auch in meinen anderen Tutorials immer gesagt habe, am besten ist es, wenn man selbst die Kontrolle darüber hat, was man so filmtechnisch, schnitttechnisch so in dem Programm tut. Und diese Vorlagen sind natürlich eine Form der Automatisierung. Dennoch sind die eigentlich gar nicht so übel. Ich habe mir das mal angeguckt und man kann davon auch einiges lernen. So, jetzt habe ich ein bisschen geschwafelt, aber lasst uns mal starten. Also wenn ihr Adobe Premiere Elements öffnet, dann bekommt ihr immer diesen Startbildschirm und könnt jetzt auswählen, was ihr machen wollt. Und wir machen einen vorlagenbasierten Film. Ich klicke da mal drauf. Dann poppt an der Seite hier auf, was man so machen kann. Einmal eine Video-Story und eine Video-Collage. Eine Video-Collage finde ich irgendwie verwirrend. Keine Ahnung, ob ihr sowas mal genutzt habt oder nutzt. Wenn ja, würde mich das interessieren. Postet das mal gerne in die Kommentare. Ansonsten kümmern wir uns hier um eine Video-Story. Und der Tooltip sagt schon, dass es eine strukturierte Story der Ereignisse in ihrem Leben ist. Und ja, was das genau bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Eine Sache vorweg, ihr könnt jetzt hier Schnellauswahlen treffen. Diese Vorlagen sind in der Regel nicht vorinstalliert, die müsst ihr kurz runterladen und je nachdem, wie schnell euer Internet ist, dauert das natürlich einen Moment. Ich drücke mir einmal überspringen, weil ich jetzt hier schon eins runtergeladen habe. Eine Vorlage, nämlich festlich, ja, passend zu Weihnachten. Und ich klicke dann hier mal auf erste Schritte. Generell ist es so, bei diesen Vorlagen, es lohnt sich, die schon mal, wenn ihr so eine Idee habt, die runterzuladen und euch das anzugucken, weil dann wisst ihr, was auf euch zukommt und ihr könnt das anhand dieser Vorlage planen, was in dem Video passieren soll. Aber ich gehe da jetzt gleich nochmal drauf ein. Also ich klicke jetzt hier auf erste Schritte, dann habe ich hier die Übersicht von Medien, die in meine Geschichte reinkommen sollen. Die habe ich jetzt noch nicht hinzugefügt, das mache ich jetzt mal eben. Ja, das ist jetzt einfach eine Auswahl mit Stock-Videos, also nichts Besonderes, aber ich habe das jetzt schon mal so ausgewählt, dass am Ende irgendwie was Sinnvolles dabei rumkommt. Wenn ihr diese Elemente dann hier drin habt, dann wirkt das alles ein bisschen komisch. Ihr müsst hier unten in der Ecke dann auf Weiterklicken und werdet ins nächste Fenster geleitet. Und jetzt seht ihr so ein bisschen das, weshalb ich die Vorlagen nämlich gar nicht so übel finde. Ihr bekommt hier nämlich Kapitel für euer Video präsentiert, die sich aber an Regeln des Storytellings im Allgemeinen orientieren. Das bedeutet, wenn ihr jetzt nach diesen Kapiteln oder nach diesen Überschriften Videos auswählt oder das entsprechend vorproduziert, dann wird das Ergebnis sicherlich kein schlechtes sein. Und ihr bekommt so ein Gefühl dafür, wie man gute Geschichten erzählt in Videoform. Ich hoffe, das ist jetzt zugänglich genug ausgedrückt, aber wir spielen das jetzt einfach mal durch. Okay, wir senden jetzt erstmal frohe Weihnachtsgrüße. Das heißt, übersetzt ist das eine Art Aufmacher. Im Profibereich würde man vielleicht Establishing Shot dazu sagen, also so ein bisschen darstellen, worum es geht. Ja, was macht Weihnachtsgrüße aus? Ich würde jetzt vielleicht sogar mal hier nehmen wir mal hier diese Kugel, ne? Ja, und dann ziehe ich das einfach per Drag and Drop in dieses Kapitel rein. So, jetzt kommen hier die Partygäste hinzu. Das heißt, ich stelle die Protagonisten in unserem Video vor. Da müsste ich mal gucken, welches macht denn Sinn.
Ich glaube, das kann man ganz gut nehmen. Also wenn ihr draufklickt, bekommt ihr hier auch eine Vorschau. Ja, vielleicht oder auch das. Ja, komm, da kommen die nämlich gerade rein. Dann nehmen die. Dann können wir das noch dazu nehmen. Also man kann auch mehrere Elemente in diese einzelnen Kapitel ziehen. So, zeigen Sie die Vorbereitung, kommen Sie in Stimmung. Ja, was wäre da besser, als hier so den Baum zu schmücken? Ne? Das ist doch ganz cool. Vielleicht sogar hier das Anstoßen, das ist auch nicht schlecht. Obwohl, ne, das ist eigentlich eher große Feier, oder? Ja, das ist eher große Feier. Zeigen Sie die traditionellen Bräuche. Ja, was wäre da besser als die Gans, ne? Und vielleicht hier ein bisschen Mucke machen zusammen. Bisschen was singen, machen ja auch manche, ne? Also auch dort könnt ihr mehrere Elemente in die Kapitel hinzufügen. Jetzt präsentieren sie die große Feier. Ja, da machen wir einfach mal hier das mit dem Anstoßen. Das ist dann ganz cool. Vielleicht machen wir noch ein bisschen einen kleinen Füller da rein mit der Wunderkerze. Das ist auch nicht schlecht und heben sie sich das Beste zum Schluss auf. Das ist einfach mal einfach wieder so ein Goodbye. Dann nehmen wir einfach hier diese Übersicht und da seht ihr, sagt Elements, da kommt immer nur ein Bild oder ein Motiv rein. Das macht auch Sinn, um das Ganze abzuschließen. Ihr könnt jetzt das natürlich noch individualisieren und eigene Kapitel hinzufügen, wenn das Ganze länger werden soll. Diese Vorlagen sind aber darauf ausgelegt, dass ihr eher kürzere Videos zusammenstellt. Insofern, ob das Sinn macht, bleibt euch überlassen. Ihr könnt ja darin rumspielen, wie ihr wollt. Aber wir bleiben jetzt einfach mal an der Vorlage. Also, nochmal zusammengefasst. Die Vorlage gibt uns eine Guideline, wie man eine gute Geschichte in Videoform erzählen kann. Wir beginnen einfach mit einem Aufmacher, zeigen die Protagonisten, zeigen ein bisschen das Drumherum, ja, wie sieht es vor Ort aus. Zeigen so ein bisschen individuelle Aspekte der Feier, ein bisschen, was machen wir immer jedes Jahr, was macht unsere Zusammenkunft besonders. Wir zeigen menschliche Emotionen, ja, Menschen funktionieren immer in Videos, wer hätte das gedacht, und ja, verabschieden uns dann aus dem Video raus. So, ich habe das zusammengestellt, jetzt kann ich hier weiter drücken. Und dann dauert das ein bisschen, weil Elements das jetzt automatisiert. Je nachdem, wie schnell euer Rechner ist, dauert das entsprechend lange oder kurz. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder. So, jetzt sind wir hier in der Übersichtsseite von dieser Video-Story und wir können der ganzen jetzt hier einen Titel geben. Ja, Frohe Weihnachten ist ja passend und Elements hat uns hier einen Vorspann vorgeschlagen. Oder vielmehr ein Titel, der dann eben auf dieses Hintergrundvideo gelegt wird. Und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Mir persönlich wäre das tatsächlich ein bisschen zu lang, aber ja, Herr Elements baut das ja automatisch zusammen. Dann können wir hier in die Partygäste-Übersicht gehen. Auch das starte ich jetzt einfach mal, damit ihr sehen könnt, was hier im Hintergrund passiert ist. Uns wird nämlich hier auch wieder eine Überschrift genannt und dann kommen die Videos zu unseren Freunden, die wir wahrscheinlich eingeladen hätten, wollten, würden. Ja, also ob diese Titel jetzt passend sind, das müsst ihr selber entscheiden, aber auch hier könnt ihr nochmal umändern, ob ihr das wirklich drin haben wollt, ob ihr das nicht drin haben wollt. Ja, wenn ich jetzt da draufklicke, dann wird das angepasst, was man sagen muss. Farbanpassung wird automatisch gemacht und das wird natürlich auch hier längenmäßig so zurechtgeschnitten, dass das ja, am Ende gut aussieht. Ich klicke jetzt einfach mal hier noch drauf, ne? Und ihr seht, da ist auf jeden Fall so eine Art ja, festlicher Filter drin und das ist doch eigentlich ganz nett. Und ihr hört auch im Hintergrund ein bisschen Gedudelze, ein bisschen schöne festliche Musik. Ich gehe jetzt noch mal hier zum Schluss, ja, einfach nur, um das mal abgefrühstückt zu haben und da liegt halt Elements einen Abspanntitel drüber. Wünsche und Vorsätze können wir jetzt mal umändern, sagen wir einfach mal guten Rutsch, ne? Macht man ja so.
So, und zack, wenn ich jetzt da draufklicke, wurde der Titel automatisch geändert und alles ist wunderbar. Das sieht doch ganz gut aus. Ich habe jetzt hier in der Übersichtsseite die Möglichkeit, die Kapitel nochmal zu bearbeiten und zu ändern. Zum einen kann ich die Kapitel löschen, ich kann sie umbenennen. Ich kann noch Videoelemente hinzufügen, ja, also hier lassen sich beliebig viele Clips reinpacken oder ich kann auch noch mal im Nachhinein individuelle Kapitel hinzufügen und ich kann mir die Kapitel in Gänze auch ansehen. Das mache ich jetzt mal hier mit in Stimmung kommen. Ja, und ihr seht, da fliegt dann erst der Titel rein. Das ist ein bisschen lang und ich weiß nicht, das Schmücken ist jetzt nicht so spannend, oder? Und wenn ich jetzt sage, gut, das will ich eigentlich nicht haben, dann kann ich das auch nochmal rauslöschen. Dann sage ich, weg damit. Und ihr habt gerade in dem Tooltip vielleicht schnell gesehen, ihr könnt natürlich auch mit Fotos arbeiten. Es muss keine reine Videoshow sein. Und da könnt ihr dann natürlich dann auch eine Slideshow rausbauen mit euren Fotos. So, jetzt kann ich natürlich hier unten auf Vorschau klicken und mir das Ganze in komplett ansehen, ob mir das gefällt oder eben nicht. Ja, und dann öffnet sich hier mit und dann öffnet sich hier der Player mit der kleinen Vorschau und ich kann jetzt hier auf Play drücken und sehe, ja, was am Ende bei diesem Video rauskommen soll. Und das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Also ich finde, dafür, dass wir jetzt hier innerhalb kürzester Zeit einfach die Clips so ein bisschen zusammengefasst haben, zusammengepackt haben, hat Elements da was Gutes rausgezaubert. Natürlich dürft ihr davon keine Wunder erwarten, in der Form, als dass natürlich das Ausgangsmaterial auch in Ordnung sein soll. Aber ich finde, man lernt hier ein bisschen ein Gefühl dazu bekommen, wie Geschichten erzählen funktioniert in Videoform. Welche Clips oder welche Elemente relevant sind, um da irgendwie was Zusammenhängendes rauszubasteln. Und dafür sind die Vorlagen doch eine wunderbare Sache. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine, kurze Video gefallen. Vielleicht probiert ihr das Feature aus. Ja, lasst es mich wissen, was draus geworden ist. Und falls euch dieses Video gefallen hat und ihr diesen Kanal kostenlos unterstützen möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Das machen leider immer noch relativ wenige. Bewertet das Video gerne und benutzt meine Affiliate-Links in der Videobeschreibung. Ich melde mich ab für dieses Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder mit einer ganzen Reihe von neuen frischen Videos. Also frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.